konfrontieren das Innenministerium und das Waffenamt. Ein Interview wollen uns beide nicht geben. Aber in einer E-Mail schickt das Waffenamt immerhin zu, die 1200 Schuss, die in Mecklenburg-Vorpommern gefunden wurden, waren auch für die NRW-Spezialeinheiten. Ob geklärt ist, welcher Beamte genau die Munition unterschlagen hat, bleibt unklar. Die Behörde verweist auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Soll ich auspusten? Ländern passiert sogar noch wenig. Riech nach so Orange! Hier führt die Spur direkt zu einem Sonderkommando, dem USK. 100 Schuss Munition aus Bayern sind bei den Nordkreuzler in Mecklenburg aufgetaucht. Vor allem das USK Dachau hat immer wieder in Güstrow geschossen. Die entwendete bayerische Munition fällt sogar unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Wir wollen in München von dem SPD-Abgeordneten Florian Ritter erfahren, ob es in Bayern hat. Offenbar gibt es Gesinnungsüberschneidungen mit dem USK. Wir haben auch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem USK machen müssen. Ja, wir hatten jetzt vor kurzem erst einen Skandal bezüglich Chatgruppen, in denen antisemitische Bilder, Filme auch ausgetauscht worden sind, Volksverhetzung betrieben worden sind. Als Ritter erfährt, dass Munition aus Bayern Thema im Schweriner Prozess ist, stellt er Ende 2019 eine Anfrage an die Regierung. Er will wissen, wie die bayerische Munition ausgerechnet bei einem der Köpfe vom Nordkreuz landen konnte. Die Antwort war ganz erstaunlich. Die Antwort des Innenministeriums lautete, da ist nie Munition abhanden gekommen, das ist für sie nicht nachvollziehbar. Doch genau das ist durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schwerin, die bis nach Bayern reichten, längst erwiesen. Die Regierung unter der Führung von Nordkreuz hat ganz offensichtlich auch Verbindungen nach Bayern. Ja, und selbstverständlich ist das alles auch ein bayerisches Problem. Und wenn es hier Munitionsflüsse gibt oder Waffenflüsse aus deutschen Behörden, bayerischen Behörden in solche Strukturen rein, dann muss man natürlich wirklich ganz massiv dahinterher sein, um diese Strukturen aufzudecken. Der Staat muss sich schützen. Und wenn man da einfach nur die Augen zumacht und sagt, das wird schon alles wieder vorbeigehen, da schaden wir uns in einem immensen Maße. Wir fragen immer wieder beim Innenministerium in München nach. Dort gibt man schließlich zu, das bayerische LKA hat in der Sache ermittelt. Mehr will man über die eigenen betroffenen Polizisten nicht sagen. Schon gar nicht vor der Kamera. Man verweist auch hier auf das laufende Verfahren in Schwerin. Wir müssen die Beamtinnen und Beamten schützen, die zu dieser Demokratie auch stehen. Und wenn wir solche Themen einfach wegwischen und sagen, da ist ja eigentlich gar nichts, ja, da müssen wir uns sehr intensiv darum kümmern, setzen wir auch diese Beamtinnen und Beamten, die zu diesem Staat stehen und die demokratisch eingestellt sind, ja auch einer öffentlichen Debatte aus, die sie eigentlich so nicht zu verantworten haben. Wir fragen einen ausgebildeten Polizisten, der heute als Polizeiwissenschaftler tätig ist. Passiert genug bei der Polizei? Ist die interne Kritik hart genug? Wenn man sich überlegt, um was geht es hier eigentlich, ne? Mehrere 10.000 Schuss Munition, Listen, Lösch, Ätzkalk, Leichensäcke zu ordern. Man fragt sich einfach, auf was wollen wir noch warten? Rechte Polizisten, die Zugriff auf Polizeiinformationen haben, erstellen Feindeslisten. Warum dauert es so lange, bis beteiligte Beamte aus dem Dienst entfernt werden? Immer dann, wenn es um Fehlverhalten in Behörden geht, auch an ganz anderer Stelle, haben wir eben ja in Deutschland, das sagt ja auch die Forschung, das sagen Wissenschaftler seit vielen Jahrzehnten, immer wieder das Problem, dass es so aussieht, dass diese Prozesse sehr in die Länge gezogen werden, dass häufig dann am Ende auch nichts dabei herauskommt. So fehlt der Druck und so könnten kontrollfreie Räume in der Polizei entstehen. Offene Kritikkultur in den Sicherheitsbehörden. Fehlanzeige. Gerade bei Menschen, die
eher progressiv-kritisch sind, hat man schon den Eindruck, dass man dort sehr exzessiv disziplinarisch teilweise nutzt, um diese Leute zu beruhigen und aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Und bei diesen massiven